Wir beschließen heute in den Koalitionsfraktionen ein Asylpaket, das wir in dieser Woche noch auf den Weg bringen. Das ist ein erster wichtiger Schritt, um die beiden klaren Botschaften zu sagen. Diejenigen, die ein Bleiberecht haben, werden hier in diesem Land untergebracht und die wird die Integration mit ihnen bearbeitet. Und die, die kein Bleiberecht haben, müssen dieses Land wieder verlassen. Wir wissen aus Berichten, dass Menschen, die zu uns kommen wollen, auch wenn sie wissen, dass sie kein Bleiberecht haben, trotzdem kommen, weil sie sagen, da muss man nie mehr gehen. Und deswegen muss das Thema Abschiebungen konsequent jetzt vorangetrieben werden. Und da ist auch das Ergebnis, dass wir diejenigen, die Ausreise verpflichtet sind, eben kein Bargeld mehr geben, nur noch das Allernötigste, damit sie, weil sie wissen, dass sie nicht bleiben können und dass deswegen da auch keine Integrationsleistungen mit damit verbunden sind. Wir hören immer wieder auch von unserem Koalitionspartner, dass ein dritter Weg gesucht werden muss zwischen das Boot ist voll und wir können das schaffen. Deswegen bin ich sehr verwundert, dass die SPD jetzt sich nur kritisch mit der Frage befasst, ob wir Transitzonen durchführen oder nicht. Wir halten das für ein gutes Instrument. Und es geht nicht, dass man ständig nur redet, sondern dann muss man auch handeln. Regierungen sind dazu da, zu handeln. Die Probleme beschreiben kann die Opposition. Und ich gehe mal davon aus, dass die SPD weiß, dass man nicht Opposition und Regierung zugleich sein kann und dass sie deswegen mit uns die richtigen Maßnahmen in dieser Koalition treffen wird.